Zuerst sammeln wir, was es für primitive Datentypen in Java so gibt. Da sind zum ersten 4 verschiedene Typen für ganze Zahlen. Diese Typen heißen Byte, Short, Int und Long. Wie wir gleich sehen werden, unterscheiden sie sich im Wesentlichen darin, mit wie vielen Bits eine Zahl gespeichert wird und welchen Zahlenbereich sie somit darstellen können. Dann gibt es 2 verschiedene Typen für reelle Zahlen, Float und Double. Wir sagen gebrochene Zahlen, denn beliebige reelle Zahlen lassen sich natürlich nicht im Computer darstellen. Auch zwischen diesen beiden Datentypen ist der wesentliche Unterschied die Anzahl Bits, beziehungsweise daraus resultierend der darstellbare Bereich. Ein Datentyp namens Boolean für logische Operationen. Dieser Datentyp ist nach George Boole benannt, einem englischen Mathematiker, Logiker und Philosophen im 19. Jahrhundert. Schließlich noch ein Datentyp für Schriftzeichen, genannt Char, Abkürzung für Englisch Character, was unter anderem mit Schriftzeichen übersetzt werden kann. Erst die ganzzahligen Datentypen im Detail. Für jeden Datentyp schauen wir uns, wie gesagt, an, wie viele Bits für eine Zahl verwendet werden und welcher Zahlenbereich mit dieser Anzahl Bits darstellbar ist. Typ Byte umfasst 8 Bit. Damit lassen sich 2 hoch 8, also 256 verschiedene Zahlen darstellen. Datentyp Byte kann Zahlen von minus 128 bis plus 127 darstellen, also von minus 2 hoch 7 bis 1 weniger als plus 2 hoch 7. Wie Zahlen in Typ Byte und in den folgenden Typen dargestellt werden und warum sich damit genau der hier genannte Zahlenbereich bei jedem Datentyp ergibt, wird im Video zu Bitlogik und Bitarithmetik genau erläutert. Datentyp Short umfasst 16 Bit, also 2 hoch 16 darstellbare Zahlen. Dieselbe Darstellungslogik wie bei Byte, also völlig analog von minus 2 hoch 15 bis 1 weniger als plus 2 hoch 15. Um nicht durcheinander zu kommen, schreiben wir Zahlen gleich in angelsächsischer Form, das heißt, Komma und Punkt haben genau umgekehrte Bedeutung wie in deutscher Zahlenschreibweise. 32 Bit bei Datentyp Int und wieder dieselbe Darstellungslogik. Der Name Int ist die Abkürzung für Englisch Integer oder Integral, was unter anderem mit ganzzahlig übersetzt werden kann. Int ist der Standardtyp, den man in der Regel verwendet, wenn man mit ganzen Zahlen arbeiten will. Die Datentypen Byte und Short wird man vor allem verwenden wollen, wenn man extrem viele Zahlen speichern und Platz sparen will und dabei weiß, dass die Zahlen, mit denen man arbeiten will, in den kleinen Darstellungsbereich von Short oder sogar in den noch viel kleineren Darstellungsbereich von Byte passen. Auch der Darstellungsbereich von Int ist mit plus minus etwas über 2 Milliarden auch nicht für alle Zwecke geeignet. Mit Datentyp Long sollte man aber in so ziemlich allen realistischen Fällen auf der sicheren Seite sein. Denn Long kann etwas mehr als 9 Trillionen darstellen, braucht dafür aber 64 Bit. Das sind also die 4 ganzzahligen primitiven Datentypen. Nun die arithmetischen Operationen auf ganzen Zahlen. Wir konzentrieren uns auf den wichtigsten ganzzahligen Datentyp, also Int. Aber alles, was wir hier sagen, lässt sich auch auf die anderen Datentypen übertragen. Hier werden 2 Int-Variable eingerichtet, um mit den Werten 37 bzw. 17 sofort initialisiert. Addition der beiden Zahlen. Das Ergebnis 54 wird in N3 gespeichert. Subtraktion. Nochmal Subtraktion. Diesmal umgekehrt und das Ergebnis ist negativ. Multiplikation und Division. Wichtig ist, sind beide Operanden ganzzahlig, dann wird ganzzahlige Division mit Rest ausgeführt.
Die 17 passt zweimal in die 37, also ist 2 das Ergebnis. Wie in der Mathematik gilt, haben Dividend und Divisor dasselbe Vorzeichen, dann ist der Quotient positiv. Und haben sie unterschiedliches Vorzeichen, dann ist der Quotient negativ. Das ist der Modulo-Operator. Das heißt, das Ergebnis ist der Rest bei der ganzzahligen Division. Die 17 passt zweimal in die 37, dabei bleibt ein Rest von 3. Das Vorzeichen des Ergebnisses ist gleich dem Vorzeichen des ersten Operanden. Das sind die binären arithmetischen Operatoren. Binär heißt, dass zwei Operanden zu einem Ergebnis verknüpft werden. Jetzt zwei arithmetische Operatoren, die jeweils nur einen Operanden haben, also unäre Operatoren. Inkrement, also Erhöhung um 1. Und Dekrement, also Verminderung um 1. Ein paar nützliche Werte sind vordefiniert und abrufbar. Die Grenzen des Darstellungsbereichs des Datentyps int. Was java.lang.integer genau heißt, wird im Video zu Klassen und Objekten und im Video zu Packages erklärt. Die Konstanten für die anderen ganzzahligen Datentypen heißen ebenfalls MaxValue und MinValue. Sie werden analog gebildet, nur dass Integer ersetzt wird durch Byte, Short oder Long, jeweils mit großem Anfangsbuchstaben. Das sind noch einmal die beiden Datentypen für gebrochene Zahlen. Float und Double. Ursprünglich, 1970, war Float in der Sprache C als der Standardtyp gedacht, sowie Int bei ganzen Zahlen und Double nur für Berechnungen, die doppelte Präzision erfordern. Schon sehr lange ist Double aber der Standardtyp in allen Sprachen, die Float und Double haben, weil der höhere Speicherplatzbedarf von Double nicht mehr so wichtig ist im Verhältnis zu der besseren Rechengenauigkeit, die man mit 64 statt 32 Bit erreicht. Der maximal darstellbare Wert ist schon bei Float eigentlich für so ziemlich alle Belange ausreichend groß. Aber die Rechengenauigkeit von Float erfüllt heutige Ansprüche nicht mehr unbedingt. Diese Zeile lässt sich so lesen. Float kann zwei Zahlen, die um ca. 1 differieren, nur unterscheiden, wenn die beiden Zahlen nicht größer als ca. 8,4 Millionen sind. Oder zwei Zahlen, die ungefähr gleich 1 sind, lassen sich nur unterscheiden, wenn sie höchstens um ca. 8,4 Millionstel differieren. Bei Double ist die Genauigkeit mehr als 500 Millionen Mal höher. Auch bei gebrochenzahligen Datentypen gibt es Konstanten. MaxValue und MinValue wie bei ganzzahligen Datentypen? Hinzu kommen zwei hilfreiche Werte, die aus der Mathematik bekannt sind, Plus und Minus unendlich. Und noch ein paar andere, die wir hier auslassen. Und das alles auch für Float. Wir kommen zum Logiktyp, Boolean. Logik ist in Java binär, das heißt, es gibt nur die Wahrheitswerte wahr und falsch, englisch true und false. Die Logikoperationen lassen sich am besten durch eine Wahrheitstafel definieren. Zwei Variable, a und b, können vier verschiedene Kombinationen von Wahrheitswerten haben. False, 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 true, true, false und true, true. Die Negation wird durch ein vorangestelltes Ausrufezeichen angezeigt. Immer wenn A true ist, ist A negiert false und umgekehrt. Das doppelte Kaufmanns-und steht für logisches und, das heißt, dieser Ausdruck ist true genau dann, wenn sowohl A als auch B true sind. Der doppelte vertikale Strich steht für inklusiv oder. Das heißt, dieser Ausdruck ist true genau dann, wenn entweder A true ist oder B true ist oder wenn beide true sind. Damit verlassen wir den Datentyp Boolean. Zum Schluss der Datentyp für Schriftzeichen, char für englisch character.
Ein konkretes Zeichen setzt man in Einzelhochkommas. Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, die Ziffer 0 bis 9 sowie Interpunktionszeichen und Sonderzeichen. Zeichen werden intern als Zahlen kodiert. Für Java ist der sogenannte Unicode als Kodierung festgelegt. Das sind nicht negative ganze Zahlen mit 16 Bit, also kleinster Wert 0, größter Wert 1 weniger als 2 hoch 16. Für Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Ziffern gibt es jeweils Bereiche. Zum Beispiel hat klein a Wert 97, klein b hat Wert 98, klein c 99 und so weiter. Und klein z hat schließlich Wert 122. Die Interpunktionszeichen und Sonderzeichen haben jeweils einzelne Werte. Die Umlaute und das scharfe S haben ebenfalls jeweils einzelne Werte. Für einzelne wichtige Zeichen gibt es Sonderschreibweisen. Zum einen sind das Zeichen zur Textformatierung wie Tabulator und Newline, bzw. Zeichen zur Textmodifikation wie Backspace, also rückwärtslöschen. Zum anderen sind das Zeichen, die für die Darstellung anderer Schriftzeichen verwendet werden. Wenn man eines dieser Zeichen nicht zur Darstellung anderer Zeichen verwenden will, sondern wirklich dieses Zeichen meint, muss man es so umschreiben. Nun umfasst Unicode etliche tausend Zeichen. Für die alle gibt es natürlich nicht solche Umschreibungen. Sondern man kann jedes Unicode-Zeichen auch durch Angabe seiner Nummer schreiben. Allerdings nicht im üblichen Dezimalsystem, sondern im Hexadezimalsystem. Das heißt, die Basis ist nicht 10, sondern 16. Ersten 10 Ziffern zur Darstellung von Hexadezimalzahlen in Java sind die üblichen. Hinzu kommen 6 Ziffern für die dezimalen Zahlenwerte 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Diese 6 Ziffern werden mit den ersten 6 Großbuchstaben im Alphabet dargestellt. Insgesamt also 16 Ziffern mit den dezimalen Zahlenwerten 0 bis 15. So kann man nun ein Zeichen mit Unicode-Nummer schreiben. Wir gehen die Bestandteile im Einzelnen durch. Wie bisher wird das Zeichen in einzelne Hochkommas gesetzt. Der Rückwärtsschrägstrich, englisch Backslash, vorneweg. Gefolgt von einem kleinen U, um anzuzeigen, dass jetzt eine Unicode-Nummer kommt. Und das ist jetzt die Unicode-Nummer, dargestellt durch 4 hexadezimale Stellen, was genau den 16-Bit des Datentyps char entspricht. Im Dezimalsystem ist das die 922 und diese Nummer steht für Großbuchstabe Omega. Unicode-Tabellen geben die Nummern der Zeichen typischerweise als Hexadezimalzahlen an, sodass man die Nummer nicht aus dem Dezimalsystem umrechnen muss, sondern einfach als Hexadezimalzahl nachschlagen kann. Zurück zu Zahlentypen. Wobei auch char ist in gewisser Weise ein Zahlentyp, sodass wir eigentlich eben mit char schon beim Thema Zahlentypen waren. Wenn im Folgenden die Addition gezeigt wird, dann ist das jeweils nur beispielhaft. Alles Gesagte gilt jeweils völlig identisch auch für die anderen arithmetischen Operationen, also Subtraktion, Multiplikation, Division und Modulo. Erste Erkenntnis: Wenn eine arithmetische Operation zwei Werte vom Typ Byte, Char, Short oder Int als Operanden hat, dann ist das Ergebnis der arithmetischen Operation immer Int. Aber auch bei jeder Kombination von Operanden aus diesen 4 Datentypen ist das Ergebnis immer Int. Egal von welchem Typ genau der erste und von welchem Typ genau der zweite Operand ist. Ist hingegen einer der beiden Operanden vom Typ Long und der andere von einem der Typen Byte, Char, Short, Int oder Long,
Dann ist das Ergebnis der arithmetischen Operation vom Typ long. Ist hingegen einer der beiden Operanden vom Typ flawed und der andere von einem der Typen byte, char, short, int, long oder flawed, dann ist das Ergebnis der arithmetischen Operation vom Datentyp flawed. Schlussendlich ist einer der beiden Operanden vom Typ double, dann ist das Ergebnis der arithmetischen Operation auf jeden Fall vom Typ double. Datentypen können auch bei Wertzuweisungen und Ähnlichem ineinander konvertiert werden. Die hier gezeigten sind die sicheren Fälle. Die sicheren Fälle sind genau die, bei denen links des Gleichheitszeichens ein Typ steht, der in der Liste der Typen weiter unten steht als der Typ rechts vom Gleichheitszeichen. Nur eine Ausnahme, von char nach short ist nicht sicher. Allerdings ist zu beachten, dass es in diesen drei Fällen zu kleinen Ungenauigkeiten bei der Konversion des Wertes kommen kann. Nicht jeder Int-Wert ist exakt in float darstellbar und nicht jeder Long-Wert ist exakt in float oder double darstellbar. Normalerweise merkt man davon nichts. Man kann aber auch in den unsicheren Fällen konvertieren. Problem ist, dass sehr viele Werte des Ausgangstyps nicht im Zieltyp darstellbar sind. Steht ein solcher Wert auf der rechten Seite der Zuweisung, dann kommt links ein Murkswert heraus. In einem unsicheren Fall muss man aber immer den Zieltyp in Klammern angeben, wie hier gezeigt. Die Beispiele sind natürlich nur eine Auswahl aller unsicheren Fälle. Dies nennt man eine explizite Konversion, im Gegensatz zu den impliziten Konversionen in den sicheren Fällen, wo eben nichts weiter hinzuschreiben ist. Durch das erzwungene Hinschreiben des Zieltyps in Klammern muss der Programmierer explizit erklären, ja, ich weiß, dass diese Konversion unsicher ist, ich will sie trotzdem. Eine erzwungene Chance für den Programmierer, sich noch einmal zu überlegen, ob er wirklich weiß, was er da tut. Zum Abschluss noch ein sehr kleines Beispiel, das zeigt, warum explizite Konversionen sinnvoll sind. Wir richten zwei Variablen vom Typ char ein und initialisieren sie mit den Zeichen klein a und klein z. Dann richten wir noch zwei Variablen ein und initialisieren sie mit den Zeichen groß a und groß z. Wie das? Nun, die Nummer jedes Großbuchstabens a bis z ist genau um 32 kleiner als die Nummer des zugehörigen Kleinbuchstabens. Wir ziehen also 32 vom Kleinbuchstaben ab und erhalten den Großbuchstaben. Aber der Ergebnistyp dieser Subtraktion ist int. Die Konversion von int nach char ist unsicher, also müssen wir char in Klammern vorneweg schreiben. In diesem Fallbeispiel wissen wir definitiv, was wir tun. Wir wissen definitiv, dass der richtige Wert und kein Murkswert herauskommt, denn egal um welchen Buchstaben es geht, wir wissen, dass der Wert auf der rechten Seite der Zuweisung in den Datentyp char passen wird. Wir führen dieses Beispiel noch einen Schritt weiter, indem wir diese Logik in eine Methode packen. Die Methode heißt Großbuchstabe und liefert ein Zeichen zurück. Parameter ist ein Zeichen. Wie der Name des Parameters ganz klar suggeriert, erwartet die Methode, dass dieses Zeichen ein Kleinbuchstabe ist. Außerdem erwartet die Methode, dass der Kleinbuchstabe aus A bis Z ist, also keine Umlaute oder andere sprachspezifische Zeichen. Das wird alles nicht in der Methode abgeprüft, sondern die Methode vertraut blindlings darauf, dass der Parameter ein Kleinbuchstabe A bis Z ist. Der Rückgabewert der Methode soll dann der zugehörige Großbuchstabe sein. Dass diese Methode static deklariert ist, ist hier unwichtig. Was das Schlüsselwort static für eine Methode heißt, wird im Video zu Klassen und Objekten erläutert. Hier wird der Kleinbuchstabe in den zugehörigen Großbuchstaben umgerechnet, so wie wir es eben schon gesehen haben, und als Ergebnis der Methode mit Return zurückgeliefert. Die Differenz 32 schreiben wir aber diesmal nicht explizit hin,
sondern als Differenz zwischen einem Großbuchstaben und einem Kleinbuchstaben. Diese Differenz ist ja für jeden Buchstaben a bis z dieselbe, also können wir einfach klein a von groß A abziehen. Damit sind wir mit unserer Betrachtung der primitiven Datentypen durch.